Die Grundschule Pforzen, die haben Geld gesammelt, haben verschiedene Aktionen durchgeführt, um unseren Schulbus zu unterstützen. Was natürlich eine ganz tolle Sache ist, wenn Kinder für Kinder sich engagieren und wenn die Kinder hier auch eine Wertschätzung einem Schulbus gegenüber aufnehmen. Weil viele Kinder hier müssen ja dann auch irgendwann mit dem Schulbus fahren und sie wissen, wie wichtig das ist, dass man da hinkommt und können dadurch dann eigentlich auch direkt nachvollziehen, was das für die Kinder bedeutet, da einen Schulbus zu haben. Medica unterstützt ja in Indien eine Schule, da haben wir 310 Kinder, von Kindergartenalter bis zur 7. Klasse. Jedoch müssen 120 bis 130 Kinder eigentlich täglich mit dem Bus abgeholt werden. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen wollen die Eltern aus Sicherheitsgründen ihre Kinder nicht auf den Schulweg schicken. Das sind so 10 bis 12 Kilometer, geht zum Teil an einer sehr befahrenen Straße entlang. Und zum anderen ist das große Problem in Indien nach wie vor, dass Mädchen, ist Schulbildung für Mädchen nicht wirklich als wichtig angesehen wird. Und wenn es noch umständlich wäre, die Kinder zur Schule zu bringen, die Mädchen, würden sie halt zu Hause bleiben und für Hilfstätigkeiten eingesetzt werden. Aber dadurch, dass der Schulbus kommt und die Kinder abholt, schicken die Eltern doch auch tatsächlich dann ihre Mädchen, bringen sie zum Bus, wissen, die kommen gut in der Schule an. Und wir haben auch 60% unserer Schulkinder sind Mädchen. Wir haben zwei Schulbusse, genau. Einen kleinen, der fasst etwa 18 Kinder, also hat 18 Sitzplätze, und ein größerer, der hat 30, 40 Sitzplätze. Und beide sind inzwischen sehr alt. Beide müssten schon längst ersetzt werden. Jetzt hat man den größeren im Frühjahr durchchecken lassen, hat viel Geld investiert, um ihn herzurichten. Und das Endresultat war, dass er einen Tag nach der Reparatur wieder neu angeschoben werden musste, weil halt doch der Anlasser nach wie vor nicht funktioniert. Für den Bus, den größeren Bus, den wir zuallererst ersetzen müssten, bräuchten wir eine Summe von 23.000 Euro. Der wird natürlich vor Ort gekauft werden. Es ist einfach toll, wenn man diesen persönlichen Austausch hat und wirklich weiß, wo mein Geld hingeht, was mit meinem Geld passiert, was ganz konkret meine Hilfe vor Ort bewirkt.